So, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon Schwert. Wir haben noch 2 Jahre zum Retten. 4 Stadien insgesamt. Den Anfang macht heute. So 4 Stadien eigentlich. 1, 2. Weiß ich, ne? Gut, okay. Das heißt, wir machen heute weiter mit Zurchessa. Und dann das letzte noch in Claw City und dann sind wir durch. So. Da ich jetzt, glaube ich, vermute, dass wir jetzt auf Eis-Pokémon treffen könnten, könnten aber auch die Steins-Pokémon sein. Ich glaube, es ist nämlich jetzt Mac und sagen Gesteins-Pokémon. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch Dings nach vorne ziehen. Weil ich vermute, dass es Monte Carlo sein wird. Ich weiß es aber nicht. Pokémon nach vorne. Ja, Bettis hat mir ganz schön Ärger gemacht mit seinem Pokémon. So, okay. Dann gehen wir jetzt rein ins Stadion und ja, mal schauen, wer der nächste sein wird. Ich hoffe, dass wir das die Selbst-Pokémon antreten müssen. Ich glaube aber, dass es Max sein wird. Ja! Hey, ihr drei, drückt euch in Sicherheit. Soll ich sein Wetter? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt, wer ihr seid. Sorry. Du, der Kämpfer, kannst du dich entspannen? Ich verspreche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all dem Wild geworden und deinem Pokémon fertig werden soll. Mit eurer Hilfe kann sich jeder von seinem eigenes dieser Pokémon vorknüpfen. Dann ist sie raus auf den Kampfplatz. Ah, okay, das ist ein Brockkolos. Auf Inteleon zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, wenn man die Pokémon hin und her fangen will. Ja, ich hoffe, er ist weg. Ein epischer Abgang. Weggespielt. Ja, erledigt auf jeden Fall dieses Bock. Kein Problem. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt? Hui, das war eine ganz schön knappe Sache. Da geht's gut, ja. So ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fangen zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Wie auf dich zu kann, wusste ich ja schon. Okay. Dann ist es, dass man sich jeder auch jederzeit auf dich verlassen kann. Wirklich? Hab hört solche Komplimente wohl nicht oft. Das würde erklären, warum einfach mal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still jetzt. Und die Pokémon müssen euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Du reichst zwar weit um dich aus, um mich für dich zu bedanken, Cap, aber ich möchte dir wenigstens als kleinen Anerkennung meine Liga-Karte geben. Noch eine seltene Liga-Karte? Solltest du dich irgendwas meine Hilfe benötigen, dann melde mich einfach bei dir. Also dann, ich wünsche dir alles Gute, wie wenn du in die Kraft. So, als hätte ich die Lage in den Ameisenstein entspannt. Jetzt plötzlich nachlassen. Vor es liegt nur noch ein Stadion, in dem Dynamax-Pokémon die Unwesen treiben. Das ist das schnell hinter uns bringen. Genau, das letzte Pokémon-Stadion, was uns fehlt, ist das in Claw City. Das wird so ein Drachen-Pokémon sein. Jetzt würde diesmal Motineva nach vorne gehen. Ach,
kann hier kein Taxi rufen. Stimmt, ich bin ja noch in der Arena. Pokémon wegen Motiva. So. Gut. Dann ab nach Floor City, letztes Stadion. Dann haben wir das auch erledigt. Dann sind wir so gut wie durch. Jetzt haben wir noch, aber nicht mehr so sehr viel. Glück, dass ihr da seid. Das steht kurz bevor einzustürzen. Ich stehe voller herumwütende Dynamics der Pokémon. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschstelle missbraucht wird. Was? Im Ernst? Also wenn ich schon genug Sorgen hätte. Egal, jetzt kümmern wir uns hier erst um die Dynamics Pokémon. Jetzt wo ihr da seid, kriegen wir das Ratzfatz erledigt. Wir packen wir an. Schätzkopf. Klar. Na dann, wenn wir nicht mal das andere beste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Jetzt, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich halt von der Badia ja für mich keine Wand gerannt. Du bist ein Profi darin, mein Dynamax-Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team, wenn wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen. Okay, jeder hat ein Dynamax-Pokémon vor und versucht zu besänftigen. Los geht's. So, Gott, der letzte Pokémon, das dürfte Maxax sein. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ja, damit ist Motiva auch die richtige Wahl. So. Ich weiß gar nicht, wie Motiva als mit deiner Motiva aussieht. Ja, also aber jetzt kann ich. Und zwar mit deiner Frost. Oder deiner Frost. Als Attacke. Cool aus. Und ohne KP dazu. War mir fast klar, dass sie jetzt mit sowas kommen. Ja, ich hoffe, dass ich das mit deiner Frost jetzt ordentlich Deckel kriegt. Das kann nicht sein. Ja, er kann nicht machen. Das war's. Jawohl. Mit ein bisschen Glück würde ich den Gigastoß vorher aber nicht machen. Wow, was für ein Team war. Das war ganz große Klasse, Leute. Das scheint Vorteil zum Anlegen, dass wir es einfach drin sind. Und die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge. Die kriege ich nur wieder fit. Okay, wenn du jemanden Hilfe brauchen solltest, sag einfach Bescheid, ja? Und ja, auch von ihm die seltene Liga-Karte. Einmal von dir, Roy, und Roy, halt sofort zu Hilfe. Das verspreche ich dir. Und du jetzt, irgendwann brauchen wir zwei Erinnerungen. Diesmal aber ohne Dynamics. Ihr habt doch eben gesagt, dass ihr unbedingt die Wunschstelle missbraucht, oder? Ich bin mal stark an, dass ihr eine Sache bereits nach Forschung umgestellt habt. Dann mach weiter so. Das Klarstadion ist derweil bei mir in sicheren Händen. Wenn ich mich verzählt habe, hätten wir damit alle Schalen abgehakt.
Jetzt müssen wir noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schaffen. Richtig. Wenn die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Heute muss ich das Turnier nicht darum kümmern, die zwei ausfällig zu machen. Aber diese Typen das nächste Mal sehen, wenn wir sie richtig fertig machen. Okay, wir haben nicht gleich alle den Smart-Rotter mit Kev. Zwischen Turnier. Hey Kev, ich bin Turnier. Ha, ich bin gut. Ich habe meinen Clown 20 Zutritt zum Clown-Shuttle verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Fabrik einfach so hindernisse sich darstellen wird. Alles verstanden, kommt zum Clown-Shuttle und beeilt euch. Ich glaube, Sunny hat gerade über das Telefon mehr als deutlich gemacht, wie die Lage steht. Im Stadion von Cloud City werden wir schon mal. Wir sollten zum Eingang vom Energiewerk gehen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann können wir die wahrscheinlich endlich aufhalten, die zwei Jungs da. Und bis dann.